Der INF-Vertrag hat natürlich den Nachteil, dass nur zwei Parteien daran teilnehmen, nicht die Chinesen, nicht die Inder und so weiter. Aber für uns Europäer ist er ein exzellenter Rahmen, um nukleare Gefahren runterzudrängen. Ich will nicht sagen auszuschließen, das wäre zu optimistisch, aber abzusenken. Das hat er geleistet. Und deswegen brauchen wir diesen Vertrag eigentlich weiter. Die erste Interpretation ist den Preis hochtreiben. Ja, die Russen haben angeboten, Inspektionen, das ist ein sehr weitreichendes Wort. Sie haben gesagt, da darf jemand kommen und gucken. Und es könnte sein, dass die Amerikaner sagen, die machen jetzt eine Konzession. Das heißt aber, wir können noch mehr rausholen, wenn wir uns durchstellen. Zum Beispiel, dass die anfangen, das Zeug zu verschrotten. Oder dass sie uns weitergehende Zugangsrechte zusprechen. Das ist die gute Version. Die schlechte Version ist, dass den Vereinigten Staaten der Vertrag inzwischen völlig schnurz ist oder ihnen sogar im Wege steht, weil sie glauben, derartige Systeme womöglich in Ostasien einsetzen zu müssen oder aufstellen zu müssen. Welche dieser beiden Interpretationen stimmt, das kriegen wir vielleicht nie raus. Aber sie haben vermutlich beide den Effekt, dass der Vertrag kaputt geht. Eine realistische Möglichkeit ist, dass Russland ganz offiziell vom INF-Vertrag verbotene Systeme an Stellen aufstellt, die für uns unangenehm sind. Nahe der russischen Grenze, vielleicht im Kaliningrad-Oblast. Und das ist natürlich eine unmittelbare Beeinträchtigung der europäischen Sicherheit. Noch unangenehmer wäre es, wenn sich in den USA die Idee weiterentwickelt, solche Systeme, landgestützte Systeme auch zu entwickeln und womöglich nach dem Modell des Doppelbeschlusses der NATO von 1979 in Europa aufzustellen. Massenprotest ohne jede Frage und die Gefahr einer tiefen Spaltung der NATO zwischen dem östlichen Teil, der durch das russische Gebaren der letzten Jahre sehr stark beunruhigt ist, und dem westlichen Teil, der mindestens so beunruhigt ist von der Aussicht, von dieser amerikanischen Regierung womöglich Raketen in den Vorgarten gestellt zu bekommen. Es ist vollkommen unerlässlich, dass die Europäische Union, ihre Mitgliedsländer, die Länder, die sie in der NATO hat, ganz ausdrücklich sagen, dass sie zwar nach wie vor die Schutzgarantie der USA brauchen und wollen, dass sie aber dafür keine neue Stationierung auf europäischem Territorium für notwendig halten. Und auch nicht wollen. Ich begrüße sehr, dass der deutsche Außenminister schon klar gesagt hat, wir wollen das nicht. Aber ich denke, irgendwann muss diese Art von Ton auch aus dem Kanzleramt kommen. Ich sehe nicht, dass es passiert. Und das heißt, dass wir sehr wahrscheinlich damit rechnen müssen, dass wir ab 2021 überhaupt keine nukleare Rüstungskontrolle mehr haben. Da läuft der letzte Vertrag aus zwischen den USA und Russland, der neue Startvertrag von 2010. Und der verlängert sich nicht automatisch weiter, sondern wenn der nicht verlängert wird, in beiden Hauptstädten ist er tot. Und damit auch die nukleare Rüstungskontrolle. Katastrophal.